ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Heute geht es los nach Outer Banks und ich freue mich so extrem. Das war auch schon lange ein Traum von mir, nach Outer Banks zu gehen und heute gehen wir los. Wir fahren schon eine Stunde, glaube ich, los. Auf jeden Fall haben meine Gastgroßeltern aus Arkansas uns heute eingeladen, sagen an die ganze Familie ein Weihnachtsgeschenk, an uns alle sagen, dass wir dann halt sagen, so ein Strandhaus da haben für, glaube ich, 4 oder 5 Tage, ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden wir dann da sein für 4 Tage und ich freue mich extrem auf diese Zeit, weil letzten Monat war ich halt viel zu Hause. Ich habe halt leider nicht viel gereist, so deswegen freue ich mich einfach so sehr, endlich wieder zu reisen und einen neuen Ort zu sehen. Sogar wenn es halt hier in North Carolina ist. Ich meine, ich wohne ja hier in der Nähe von der Küste und Outer Banks von mir ist nur so 2,5 Stunden ungefähr. Das ist halt, es ist halt nicht lange so. Deswegen ist es jetzt nicht so krass, aber für mich irgendwie schon, weil ich letzte Mal, wie gesagt, viel zu Hause war und halt leider nicht so viel gereist bin. Und deswegen freue ich mich jetzt einfach desto mehr, endlich wieder einen neuen Ort zu sehen und nicht mehr hier so zu Hause zu sein. Auf jeden Fall wollte ich euch dafür mal mitnehmen und ein bisschen die Tage mitvloggen und euch einfach zeigen, wie es da aussieht. Und ich hoffe, euch wird es hier gefallen. Und dann würde ich sagen, bis später. Ich melde mich dann wieder dann, wenn ich in Outer Banks, glaube ich, bin. Ja, bis später. Before you go, it's when our hearts get separated. Crash and burn is all I ever know. Wir sind jetzt einfach hier in Outer Banks angekommen und guckt euch mal diese Aussicht an. Es ist so wunderschön und ich kann es aber nicht glauben, dass wir einfach hier sind. Und ich bin so dankbar gerade einfach, dass wir hier sind, wirklich. Es ist einfach so wunderschön und dieses Haus einfach und die Sonnenuntergang gerade. Ich kann es gerade nicht glauben, es ist so wunderschön einfach. Also das hier ist unser Haus. Das ist so eine riesen Villa, das kann man aber nicht ganz erkennen. Das ist so eine Villa, wie da hinten halt ist. Und dann hier haben wir auch einen Pool, aber der ist halt dreckig, weil es halt Winter ist. Wir können halt eh nicht da drin schwimmen. Und hier sind überall auch Gators drin. Also ja, Alligators sind hier überall drin. Das heißt, da dürfen wir immer nicht schwimmen. Da ist so eine Baustelle oder so. Aber hier einfach der Ausblick. Und da hinten ist halt direkt das Meer. Und dann ist das Meer auf der Seite auch nochmal. Das heißt, da kann man das Meer auch nochmal sehen. Oh, es ist einfach so schön. Und das Wohnzimmer ist einfach auch so schön. Ich zeige euch mal eben kurz das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist einfach so wunderschön. Guckt euch mal dieses Wohnzimmer an. Es ist einfach so wunderschön. Haben wir hier so eine Küche und hier so ein... Ah, oh mein Gott, das ist so schön, Leute. Also das ist das Wohnzimmer von dieser Perspektive. Hier so ein Kamin einfach und dann dieser Ausblick einfach. Hier halt so ein Essbereich, hier die Küche und dann sind da unten ganz viele Zimmer und dann kann man hier nochmal so nach oben gehen und dann ist hier so ein richtig schöner Ausblick einfach. Hier ist so ein Sessel und dann kann man hier diese Aussicht genießen. Wie schön ist das denn bitte? Und dann geht man runter, ist hier mein Zimmer. Oh, es ist so schön einfach. Es ist so schön. Genau, und dann ist da, habe ich auch einen Blick aufs Meer und hier auf so einen Fernseher und es ist so schön, Leute. Und dann ist halt hier direkt halt mein Badezimmer. Ich finde besonders diese Ecke halt einfach extrem schön, um halt so die Häuser sehen kann. Und da das Haus ist auch extrem schön und es ist einfach ein Traum. Ich finde es so wunderschön, Leute. Wow. Einfach. Es ist so schön. Ich kann es nicht glauben. Ich bin so glücklich einfach gerade wirklich. Auf jeden Fall, ja, es ist glaube ich gerade 5 oder 6 oder so. Wir sind halt, wie gesagt, nur 2 Stunden gefahren. Und die Ausblicke waren auch extrem schön. Ich muss sagen, bis jetzt muss ich sagen, Outer Banks sieht definitiv nicht aus wie eine Serie. Also schon ein bisschen so die Häuser und so.
und also die Boote und so, aber ich war noch nicht in Kitty Hawk, also das, da muss man in diese Richtung dann fahren. Also Kitty Hawk ist ja diese, nicht Hauptstadt, sind nicht Hauptstadt, aber so die größte Stadt halt hier in Outer Banks. Sagen wir mal so die Hauptstadt von Outer Banks sozusagen. Und da werden wir den nächsten Tag auch nochmal hingehen und ich glaube, dann würde es vielleicht doch ein bisschen mehr aussehen wie Outer Banks, aber auf jeden Fall, guckt euch das mal an. Ich kann es gerade einfach nicht glauben. Ich bin ganz so glücklich, Leute, wirklich. Ich glaube, ihr könnt es mir ansehen, aber ja, genau, ich werde jetzt auch so reden und dann würde ich sagen, bis später. Ich melde mich wahrscheinlich morgen wieder oder so und ja. Guten Morgen, Leute. Heute ist der erste Tag hier in Outer Banks und ich bin jetzt gerade um 6 Uhr morgens aufgestanden, weil ich gerade joggen gehen möchte, weil der Strand ist ja von hier nur so 5 Minuten entfernt und ich will probieren, dass es Zeit ist, das Erste zu machen. Deswegen jogge ich jetzt los und ich nehme da ein bisschen mit. Und ich bin so aufgeregt, ich bin so froh, einfach. Es ist einfach ein Traum für mich, am Strand zu joggen. Also es ist so schön einfach. Deswegen gebe ich immer euch damit und ja, let's go. Ich hoffe, ihr könnt mich gerade hören wegen den Wellen und wegen dem Wind, aber ich bin gerade einfach so glücklich und es war die beste Entscheidung, um 5 Uhr morgens aufzustehen und einfach mal das zu machen, was mein Herz gesagt hat, was ich machen soll. Und es ist einfach so wunderschön, ich kann es einfach gar nicht glauben, dass ich hier bin. Oh, das Wasser kommt. Es ist einfach so wunderschön und ich bin einfach so glücklich gerade wirklich. Ich kann es einfach gar nicht glauben, wirklich. Es ist so schön einfach. So schön. Jetzt gerade einfach nochmal so wirklich so glücklich, also um glücklich zu werden. Man kann es aber wirklich nur bei sich selber finden und nicht bei jemand anders. Ui, das Wasser kommt sehr, sehr nah gerade. Wirklich, ich bin einfach so glücklich momentan mit mir selber einfach. Wirklich, wenn ich immer Sachen alleine mache und ich so nicht abhängig mache von anderen. Wisst ihr? So einfach so spontan alleine an den Strand zu gehen. So, das ist so eine Sache so. Früher, als ich klein werde, ich mich das nicht getraut, weil ich dachte, ja, nee, jemand muss mitkommen. Aber jetzt bin ich so, nein, ich kann es auch alleine machen, weil alleine bin ich eh am glücklichsten und niemand kann mich traurig machen oder so. Also nicht am glücklichsten. Also ich bin mit Leuten auch glücklich, aber so, es ist einfach so schön, Leute, es ist so schön. Und I think that we dance and we dance.
dachte, ich werde mich jetzt nochmal ganz am Ende des Videos, um mich sagen, so verabschieden. Auf jeden Fall, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe probiert, so viel wie möglich in den Tagen hier in Outer Banks zu filmen. Wir waren genau 4 Tage jetzt hier und es ist der letzte Abend heute hier und morgen früh fahren wir dann auch wieder zurück nach Hause und die ganze Familie fährt dann zurück nach Kansas und Arkansas. Das heißt, heute ist der letzte Abend mit denen. Es war extrem, extrem schön und ich will nicht zurück nach Hause. Es war wirklich so schön und ich bin so dankbar, dass wir hergekommen sind und ich einen neuen Ort hier sagen sehen konnte. Ich habe probiert, wirklich so viel wie möglich aufzunehmen, aber ich habe halt immer nicht so zwischendurch so viel geredet und ich hoffe, das ist okay, weil ich einfach meistens halt auch einfach keine Zeit hatte. Aber ich habe dafür probiert, die ganze Zeit so mitzufilmen und so. Deswegen habe ich einfach, genau, euch einfach, glaube ich, 8 Minuten lang einfach durchgezeigt, alles, wo ich war und so. Und ich hoffe, dass es okay ist. Kurzer Zwischenschnitt, Leute. Ich war gerade beim Schneiden und habe gerade gemerkt, dass ich vergessen habe zu sagen, weil mich viele gefragt haben auf Instagram, ob es hier wirklich so aussieht wie in Outer Banks. Ich wollte das nochmal ganz kurz beantworten. Weil ganz am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, ja, es sieht nicht so aus. Das war aber so der erste Tag, deswegen kann ich da noch nicht ganz so viel sagen. Okay, sieht es wirklich so aus wie in der Serie oder nicht? Also in der Serie Outer Banks und Netflix. Damit ihr gerade wisst, worüber ich rede. Also ich muss sagen, es sieht hier so 40% aus wie Outer Banks. Also hier gibt es schon ein paar Stellen, die extrem ähnlich sind, so aus wie die Palmen und so. Und die Häuser sehen schon echt ähnlich aus, aber eher jetzt nicht so. Weil ich meine, viele Szenen von Outer Banks aus der Serie, die wohnen ja in Charleston, also in South Carolina gedreht, nicht mal hier in Outer Banks. Also es heißt zwar Outer Banks und die Serie heißt zwar auch Outer Banks, aber es heißt nicht, dass die alle Szenen halt hier gedreht haben. So richtig viele Szenen wurden halt in Charleston gedreht, also in South Carolina. Das ist auch mal hier von 5 Stunden oder 6 Stunden von hier. Also mehr in den Süden nochmal. Das heißt, extrem viel sieht hier auch nicht aus wie in Outer Banks. Deswegen, ja, wollte ich das mal ganz kurz beantworten. Und ja, genau, ich fahre natürlich morgen zurück nach Hause. Das wollte ich auch noch ganz kurz sagen. Das habe ich nicht vergessen, habe ich zu sagen. Und sonst, ja. Genau, geht es weiter. Ich wollte jetzt einfach nur zum Schluss nochmal so einen kleinen Haul machen und euch einfach zeigen, was ich mir erst gekauft habe. Ich habe mir jetzt nicht was, was ich viel gekauft, aber halt ein paar Souvenirs, die ich einfach euch zeigen wollte. Falls es euch interessiert, wenn nicht, könnt ihr jetzt einfach schon wegklicken. Also einmal habe ich mir immer so eine Cappy gekauft von Outer Banks, North Carolina. Ich weiß nicht warum, als kleines Kind, ich habe Cappies wirklich gehasst. Also ich habe die wortwörtlich gehasst. Ich fand immer, dass ich extrem schlecht mit Cappies aussehe. Also ich finde immer noch, dass ich so krass gut aussehe, aber es ist definitiv okay. Also keine Ahnung, gibt mir halt so voll Beach-Vibes und einfach so als Erinnerung auch. Deswegen habe ich die immer gekauft. Da habe ich, also meine Haare extrem. Okay, auf jeden Fall habe ich mir dann noch solche 2 Armbänder gekauft. Einmal so ein Armband mit so einer Schildkröte und dann noch mit solchen Muscheln. Fand ich extrem süß und die haben einfach nur 2 Dollar gekostet. Deswegen dachte ich so, ja, okay, ist nicht teuer, deswegen habe ich es einfach gekauft. Und dann zu allerletzt habe ich mir noch ein Oversize-T-Shirt gekauft, weil ich glaube, viele von euch wissen, ich liebe einfach Oversize-T-Shirts. Und ja, genau, das hat, glaube ich, 15 Dollar gekostet, ich bin nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall so ein pinkes Oversize-T-Shirt. Upsi. So ein pinkes Oversize-T-Shirt. Da steht hier halt Outer Banks, North Carolina. Ist halt einfach riesig und extrem gemütlich und ich mag die Farbe. Und dann ist hinten das hier. Yep. Genau. Okay, ich glaube, das war jetzt alles, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und ich hoffe auf jeden Fall auch, dass ihr alle einen guten Rutsch ins neue Jahr habt, beziehungsweise einen guten Rutsch ins neue Jahr schon hattet, weil ich weiß nicht ganz genau, wann ich das Video hochladen werde. Ja, deswegen hoffe ich sehr, dass ihr einen guten Rutsch habt und dass ihr eine schöne Zeit mit eurer Familie und Freunden habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, bye bye.